Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Minecraft. Und ja, ich müsste jetzt mal kurz schauen, was ich noch machen muss. Wir haben die Bäume gepflanzt, wir haben Blumen. Ja, auch gepflanzt. Okay, es bleibt hängen. Okay, ja, jetzt hat es wieder gefangen. Ja, hier müssen noch die zwei Bäume wachsen. Ich glaube, ich lasse das mal so, oder? Nee, das könnte vielleicht beim Wachsen stören, ne? So. Und das hier auch. Ich habe das Problem gerade, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, weil wir haben alle. Eigentlich haben wir alles gemacht, ne? Plattform ist fertig. Blumen müssten wir noch, aber da müssten wir warten. Eine Weile. Ich könnte unten die Mangroven weitermachen, ne? Das war gerade, ja, kein guter Start, fand ich, aber na, mal schauen. Vielleicht wird es ja irgendwie. Ich bin ganz gedankenlos einfach in die Aufnahme gestartet und das passiert. Ach, hier muss ja auch noch Dingens, einen Erdblock setzen. Also Erdblock mit Gras. So, ach, wir haben keinen Erdblock. Doch, wir haben Erdblock in unserem Inventar. Nur 5. Aber immerhin, wir brauchen nur einen. So. Dann machen wir uns so einen Grasblock, also Gras-Erdblock. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Na toll. Ja gut, dann gehen wir eben schnell schlafen. Ja. Ich glaube, ich mache hier, wenn hier keine Bäume wachsen. Oder Moment, ne, ich probiere was anderes aus. Nachdem ich geschlafen habe. Also spontan kommt mir ein Gedanke. Das müsste eigentlich funktionieren. Aua. Na, geh da runter. So. So, ich dachte mir, dass ich das hier erstmal wegmache. So, das hier auch noch. Da, wo der Baum hinkommen soll, dass ich dort halt einen Erdblock setze. Also, wie zum Beispiel hier. So, dann ist hier so ein Zweier. Block, zwei Blöcke frei, ne? Also so Platz für den Baum. Mal schauen, ob das reicht. Der Schild könnte noch ein bisschen stören. Ach, falls ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich kann ja hier gucken. Kaktus, Schwein, Obst, Gemüse. Okay. Aha. So, und den anderen Baum, der auch pink ist. Vielleicht hier so? Die Laterne sollte nicht stören. Ja, hier war das. Hier habe ich es, oder? Habe ich es hier gepflanzt? Ich dachte, ja. Okay, egal. Hier müssen noch die zwei wachsen. Der und der da. Gut, dann platzieren wir mal den Grasblock. So. Wo mache ich das denn? Am besten hier so vielleicht? So, zack. Jetzt sollte das überall, ne, grün werden. Ich könnte hier weitermachen. Ich könnte auch. Ja, Dach. Ich glaube, da würde ich ja vorher, ne, ein paar Tutorials sehen nochmal. Ich habe so ein paar andere neue Arten von Dächerbau gesehen, ne, was auch im japanischen Stil ist. Und das würde ich mir nochmal anschauen und dann nach diesem Stil vielleicht die Dächer hier bauen. Das ist auch ganz schön, ne, wie das da aussieht, aber vielleicht mal was Neues machen. So, ach ja, ich wollte den Garten auch noch, nee, nicht Garten, sondern Hafen. Wollte ich ja auch noch machen.
Ich glaube, das mache ich jetzt, ne? Da können wir auch den ganzen Cobbles nutzen. Ich sehe gerade, der Mangrovenbaum ist gewachsen. So, und ich könnte doch nebenbei über ein Thema reden, was ich mir so überlegt habe. Es ist ein sehr simples Thema. Das macht jeder eigentlich. Einer macht es mehr, der andere macht es weniger. Und es ist aber sehr lebenswichtig. Und jeder muss es einfach tun, ne? Jedes Lebewesen. Falls der eine oder andere noch nicht weiß, worum es geht. Es geht um den Schlaf. Ne? Jeder Mensch braucht ja Schlaf. Und das Problem bei der Sache ist, ne, also die es da gibt, meistens in westlichen Ländern, ist das, dass die meisten nicht einschlafen können, ne, oder was heißt die meisten, die viele nicht einschlafen können. Ich hatte auch mal so eine Phase gehabt, wo ich nicht schlafen konnte, wo ich halt stundenlang einfach mit offenen Augen im Bett lag. Inzwischen hat sich das gebessert, so zum Glück, weil es hat auch gesundheitliche Folgen, ne, wenn man nicht genug Schlaf bekommt. So, dann pflanzen wir mal wieder einen hin. Einen habe ich gesagt, danke Minecraft. So, der will anscheinend nicht wachsen. Egal, nehme ich mit. Wir haben 3 Saplings wieder. Also, ne, wenn man wenig Schlaf bekommt, hat es gesundheitliche negative Folgen. Und zwar kriegt man einen hohen Blutdruck zum Beispiel, Kreislaufprobleme, also Herzkreislauf. Oh. Okay, hier spawnen anscheinend Zombies oder Monster. Wenn hier ein Creeper spawnt, habe ich ein Problem. So, jetzt müsste ich mal kurz schauen. 1, 2, 3, 4, 5. Mach's mal ein bisschen weiter weg, weil es sieht zu eng aus. Also, hier so. Nee, vielleicht ist das zu weit. Ja, ich mach's mal hier hin. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wieso? 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe keinen Sapling mehr. So. Also man kann, ne, Herz-Kreislauf-Probleme bekommen, man, ja, Fettleibigkeit auch. Also man nimmt dann auch ein bisschen zu. Einige mehr, andere weniger. Je nach Körperbau. Man hat Konzentrationsprobleme, die Atmung wird schlecht und so weiter, ne? Also solche Risiken gibt. Hä? Silk Touch, wenn, ne? Attacks, okay. Was denn Silk Touch? Halt dich mal. Ja. Neben diesen negativen Folgen gibt es auch psychologische Folgen, wie Depressionen und so können auftreten. Also, ne, man sollte den Schlaf nicht unterschätzen. Denn im Schlaf, okay, der Baum ist auch gewachsen, nice. Also im Schlaf, aber kann ich? Ich kann da nicht vorbei. Egal. Also hier so drumherum kann ich schon laufen. Also hier wird es dann schwierig. Ich könnte hier die Erde da wegmachen. Na, vielleicht mache ich das auch. So. Also im Schlaf, ne, verarbeitet das Gehirn ja die ganzen Daten von dem Tag, die es gesammelt hat. Ne, und sortiert das aus, was es braucht und was es nicht braucht. So an Erinnerungen, an gelernte neue Sachen, so die für den Körper und fürs Leben so wichtig sind. Und wenn man nicht genug Schlaf hat, dann wird diese Speicherkapazität irgendwann voll und man kann nicht mehr konzentrieren. Und
keine neuen Informationen mehr ins Langzeitgedächtnis behalten. Also Schlaf ist sehr wichtig, vor allem auch für den Körper, ne? Da ruht sich auch der Körper aus, der Rücken erholt sich, die anderen Körperfunktionen werden runtergefahren und erholen sich auch damit. Generell erholt sich der Körper durch den Schlaf und ist nicht 24/7 aktiv oder kann nicht 24/7 aktiv sein. Ja, ich glaube, das ist okay, ne? Ich müsste aber hier das Ganze mit Erde ersetzen. Das Problem ist, ich habe nicht so viel Erde. 3 mal 4, 12. Das reicht gerade mal für diesen Platz hier. Na. So. Also, dass man Schlafprobleme bekommt, habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, ne? Also der Grund für mein Schlafproblem war keine Disziplin, ne? Also ich bin nicht wirklich früh schlafen gegangen, so dass ich früh wieder aufwache, sondern ich bin oft nachts wach geblieben, also bis, keine Ahnung, 1, 2 Uhr in die Nacht. Manchmal habe ich auch die Nacht durchgemacht. Ja, ich glaube, das ist okay. Lassen wir jetzt erstmal so. Was mache ich jetzt? Ist da inzwischen der Baum gewachsen? Nee. Leider noch nicht. Dann fange ich mal mit dem Hafen an. Ich leg die. Nee, ich leg die Blumen nicht hin. Ich könnte ja schon mal anfangen, hier zu pflanzen. So. Habe ich noch irgendeine Blumenart? Nee, ne? Gut, dann. Die Rose. So. Zack. Vielleicht hier noch so eine Rose. So. Nee. Ein bisschen weiter weg, so zack, dass damit das ein bisschen verteilt ist. Auch farblich vielleicht. Wäre nice. Ja. Ich gehe mal kurz schlafen. Also Stress, also ne, bei mir war es Disziplin, wenn man keine Disziplin hat. Stress hat auch bei mir eine Rolle gespielt, ne? Und ja, was für Gründe gibt es denn noch? Gesundheitliche Gründe natürlich auch, ne? Wenn plötzlich sich der Körper umstellt und sagt, ja komm, diesmal bleiben wir wach. Und das für eine ganze Weile, ne? Also eine Verwandte von mir hatte dieses Problem mal gehabt. Sie hatte, wie heißt nochmal die Krankheit? Insomnia oder so? Also da, wo man einfach nicht schlafen kann, ne? Egal was man tut, man ist richtig K.O. Die Augen könnten zufallen, ne? Aber man kann einfach nicht einschlafen, dass dieses Problem hatte sie. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also nicht mehr, wie das heißt. Ist auch schon ein bisschen länger her. Jetzt geht es ihr auch mittlerweile besser. So, ich glaube, das ist genug an Blumen, oder? Ja, ich glaube, das ist okay. Dann nehme ich wieder Knochenmehl und mache sie ein bisschen lebhafter. Ja, nebenbei wachsen auch ein paar Blumen. So. So. Alles hier grün. Ich glaube, das ist okay, ne? Man so lassen. Nice, der Baum ist auch gewachsen. Das muss auch nicht hoch sein, ne? Wir gehen ja nicht dran vorbei. Das muss nur dekorativ gut aussehen. Und wenn mir der Baum nicht gefällt, dann können wir es ja immer noch abholzen. Ich mach das hier mal weg.
Weil ich glaube nicht, dass es da wachsen wird. Ich lasse mit mir hier für diesen Platz was anderes einfallen. Vielleicht mache ich hier auch Blumen hin. So, zack. Hier noch vielleicht eine weiße Blume, zack. Von dem hier noch. Und dann kommt Knochenmehl. Ja, das ist eigentlich okay, ne? Hier noch. So. Hier bräuchte ich auch ein, also müsste ich auch ein paar Blumen machen. So. So. Ich finde es echt nice, dass auch gelbe Blumen wachsen, ne? Weil gelbe Blumen habe ich irgendwie nicht. Oder ich habe es für Farbe verbraucht. So, also das ist fertig, das ist auch fertig, da hinten ist auch so gut wie fertig. Jetzt nur uns diesen Berg gestalten. Ich hätte auch gerne so einen Fluss, ne? Ich wollte da oben ja so eine Art Fluss machen, also hier, hier wäre auch so ein Fluss nice. Müsste ich die Laternen ein bisschen verschieben. Oder ich mache es hier so drumherum. Ich glaube, das mache ich so, ne? Ja, komm. Was soll der Geiz? Spontane Ideen sind die besten Ideen. Und ich habe auch noch Zeit. Also 2 Minuten. Ja, schlafen. Genau, ne? Gründe sind vielleicht gesundheitliche Stress, also gesundheitliche Probleme, Stress. Auch psychische Probleme können auch ein Grund sein. Depression zum Beispiel, ne? Oder Tourette, wenn man sich durch Tourette ständig wach halten muss. Weil das Gehirn, ne? Also, wie ich das verstanden habe, ist ja Tourette eine Krankheit. Eine psychische Erkrankung, wo falsche Signale vom Gehirn ausgehen. Ich müsste dann hier, ne? So. Also falsche Signale vom Gehirn ausgehen und so, dass man immer getriggert ist, halt, ne? Dass man kann halt dagegen einfach nichts machen. Man kann Tricks anwenden, um das Gehirn irgendwie auszutricksen, aber so wirklich komplett ausschalten geht das nicht. Also, diese Krankheit ist nicht ohne, also ist echt heftig, finde ich. Und das kann auch einen richtig wach halten, sodass man nicht, irgendwie nicht mehr einschlafen kann. So. Ja, komm, ich mach mal diesen Baum hier weg. Von diesem Baum hätte ich auch Setzlinge sammeln können, aber egal, haben wir es halt. Habe ich denn einen Block? Ja, ich habe 2 Erdblöcke. Gerade erst abgebaut. So. Okay, dann. Ja, bis hierhin. Kommt hier so Wasser. Ich müsste schauen, wie ich das hier so zumache. Wahrscheinlich mit Oak. Guter. Ich mach das hier weg und mach's mit Mangrovenholz. Dann ist das auch ein schöner Übergang zu den Pflastersteinen, ne? Zu den Cobbles. So. Oder
Ich mache hier Kobbel, ne? Ich fange hier an schon. Nee. Oder nicht. Mach bis hierhin. Ja, noch einen noch. So. Noch einen noch. Ist auch ein schönes Deutsch. Deutschsprache schwer. So, ja, dann gehe ich, ne, läuft hier Wasser und ab hier kommt ein Kobbel für den Hafen. Und ich bräuchte noch nur Wasser. So, dann geht's hier weiter. Ich sehe gerade, ich habe schon über 20 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt eine Aufnahmepause und beende mal die Folge, ne? Das ist auch ein sehr schönes Bild. So, und in der nächsten Aufnahme oder in der nächsten Folge werde ich dann über das Thema weiterreden. Und ja, dann beende ich mal die Aufnahme. Ich bedanke mich, ne, nochmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss und bis gleich. Oder bis übermorgen oder bis bald oder ja. Tschüss.